Deine Schlaghand ist im Akustik-Solospiel der Schlagzeuger. Ein Schlagzeuger entscheidet leider im Bandkontext allein, ob die gesamte Band groovt oder nicht. Ein Metronom ist ein Klicken und gibt die Geschwindigkeit eines Songs in BPM an. Das Metronom ist mehr als nur ein Aufwärmtool. Nutze es, um das Tempo von Songs herauszufinden. Die meisten Metronome haben eine Tap-Tempo-Funktion. Willst du wissen, wie schnell ein Song ist? Tappe einfach mit. Across the river, round the fire, trying to wake up. Jetzt kannst du, wenn der Song noch zu schnell sein sollte, ihn langsamer üben und dann stetig das Tempo erhöhen. Zu meiner Studienzeit am Konservatorium hatte ich ganze Listen an meiner Pinnwand mit Songgeschwindigkeiten in BPM plus dem Datum, wann ich schneller geworden bin. Nutze es jetzt, um deine Übungen zu machen. Am effektivsten ist dies in den ersten 7 bis 8 Minuten, in denen du die Gitarre in die Hand nimmst, weil da dein Gehirn durchschnittlich am aufmerksamsten ist. Wäre schade, diese Zeit mit zum Beispiel Geschwindigkeitsübungen zu verschwenden, oder? Hier ist eine der effektivsten Übungen, die auch in meinem Akustik-Komplettkurs auf gitarrelernen-online.com hier unten in der Beschreibung natürlich viel umfangreicher vorkommt. Tempo 75. Wichtig dabei, immer die Handbewegung weitermachen. Bei dieser ersten Übung war jetzt eine Pause im zweiten Takt. Trotzdem, die rechte Hand macht immer weiter. Und achte vor allem darauf, dass du nicht so spielst. Also, du willst nicht streichen, sondern du willst schlagen, klingt immer so aggressiv. Und dann, wenn es geht, schneller. Gehen wir auf 85. Natürlich eine totale Anfängerübung. Benutzt danach Akkorde, die etwas komplexer sind. G habe ich gezeigt für komplette Anfänger. Wenn es dann geht, keine Ahnung, spiel einen Bm7-Akkord. Oder auch Upper Structure. 3, 4. Pause. Und auch schneller. Kannst richtig funkig werden dabei. Denk Double. Zweite Übung. Gleichen Prinzipien wie bei der ersten. 2, 3, G. Pause, Pause, Pause. Wenn dir das zu schnell sein sollte, YouTube hat, ich weiß nicht auf welcher Seite, Zahnrad, kannst die Geschwindigkeit einstellen. Super zum Üben. So, jetzt mal 80. Probieren wir uns mal 90. 2, 3, 1. Pause, Pause, Pause. Du kannst die Pausen natürlich auch abdämpfen. Es ist halt ein Ding mehr, an das du denken musst. Pause, Pause, Pause. Dann wird es halt richtig funkig. Solche Sachen eben. Die gibt es in meinem Kurs, hier unten in der Beschreibung. Übrigens, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du mein Video likest und meinen Kanal abonnierst, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Drittens, natürlich klingt es immer cool, mit dem Originalsong mitzuspielen. Das Problem dabei ist, du hörst die Fehler, die du machst, meistens nicht. Dadurch aber, dass du den Originalsong weglässt und nur mit Metronom mitspielst, und dich dabei vielleicht sogar auch noch aufnimmst, gibt dir ein ganz neues Level an Einsicht in deine Fehler, um einfach das Maximum an Musik aus deinem Spiel herauszuholen. Nutze es am besten immer bei jeder Übung. Alternativ, wenn dich das Klicken stört, gibt es auch Metronom-Apps mit Schlagzeugbeats. Klingt etwas angenehmer, hat dieselbe Wirkung. Wie verwendest du das Metronom? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare, es würde mich sehr freuen, das zu lesen. In diesem Sinne, habt alle eine fantastische musikalische Woche und...
Bis zum nächsten Video. Cheers!